Sehr verehrte Damen und Herren, ich will versuchen, die Diskussion über die Besteuerung des Finanzsektors nach der Krise anhand von drei Leitfragen zu strukturieren. Angesichts der fortgeschrittenen Stunde wird es nicht unmöglich sein, dass es da die eine oder andere Repetition gibt. Das bitte ich zu entschuldigen. Die erste Frage ist die: Welche Rolle spielte der Finanzsektor in der Krise und können Steuern helfen, bestimmte negative Entwicklungen in der Zukunft einzudämmen? Zweite Frage: Welche Kosten sind entstanden durch die Krise und welchen Anteil daran sollte der Finanzsektor tragen? Und drittens: Welche Steuern sind geeignet, den Sektor an den Kosten der Krise zu beteiligen? Zur ersten Frage nach der Rolle des Finanzsektors in der Krise zeigen zahlreiche Analysen, das ist ja auch in der Diskussion bereits angesprochen worden, dass es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren war, das zur Krise geführt hat. Makroökonomisches Umfeld mit niedrigen Zinsen in den USA, starke globale Ungleichgewichte, regulatorische und aufsichtsrechtliche Unzulänglichkeiten, aber eben auch Fehlanreize sowie exzessive Risikoübernahme im Finanzsektor gehören zu den Gründen. Es besteht breiter Konsens, und das hat die Diskussion ja auch gezeigt, dass Reformen von Aufsicht und Regulierung der Schlüssel zur Eindämmung systemischer Risiken sind. Steuern spielen da nur eine relativ untergeordnete Rolle, weil eben Regulierungsinstrumente die Probleme, die zur Krise geführt haben, besser und zielgerichter lösen können. Finanzmarktsteuern hätten die jüngste Krise kaum verhindern können. Steuern sind jedoch von Bedeutung, wenn die Frage nach dem Beitrag des Finanzsektors zu den Kosten der Krise gestellt wird. Deshalb die zweite Frage zu den Kosten der Krise. In den Mitgliedstaaten der EU wurden in den vergangenen 3 Jahren massive Hilfen für den Finanzsektor in Höhe von etwa 4,6 Billionen Euro zur Verfügung gestellt, fast 40% des BIP. Ungefähr die Hälfte davon wurde in Anspruch genommen, allerdings wurden und werden zum Glück Teile der Hilfen von den betroffenen Unternehmen zurückgezahlt. Die Kosten der Krise gehen jedoch darüber hinaus. Als die Krise auch die Realwirtschaft erfasste, wurde in vielen Ländern Konjunkturprogramme aufgelegt, um eine weltweite Depression abzuwenden. In der EU summierten sich die Konjunkturmaßnahmen in den Jahren 2008 bis 2010 auf jeweils rund 1,5% des BIP. Als Konsequenz der Konjunkturprogramme, aber auch des konjunkturellen Einbruchs stiegen die Defizite in den öffentlichen Haushalten erheblich an. Die öffentliche Verschuldung lag im Jahr 2007 in der EU bei knapp unter 60% des BIP. Bis 2012 erwarten wir einen Anstieg auf über 83%. Dies belastet die öffentlichen Haushalte zusätzlich und verstärkt die Notwendigkeit eines strikten Konsolidierungskurses. Dass der Finanzsektor als einer der Mitverantwortlichen für die Krise seinen Beitrag leisten soll, erscheint angesichts dieser Zahlen durchaus gerechtfertigt. Neben den Krisenkosten lassen sich aber auch steuersystematische Argumente nennen, die eine weitergehende Besteuerung des Finanzsektors rechtfertigen. Zum Beispiel sind ein Großteil der Finanzdienstleistungen von der Mehrwertsteuer befreit. Schätzungen gehen hier von einem Steuervorteil von ungefähr 0,15% des BIP, rund 18 Milliarden Euro für den Bankensektor in der EU aus. Jetzt zur dritten Frage. Welche konkreten Instrumente bieten sich an, um den Finanzsektor zu besteuern? In der Folgeabschätzung der Europäischen Kommission werden zwei alternative
Steuerinstrumente jeweils mit Untervarianten untersucht. Vorweg, die Bankabgabe gehört nicht dazu. Aus unserer Sicht ist die Bankenabgabe ein Instrument zur Finanzierung von Bankensanierungsfonds, nicht zur Erzielung von Steuereinnahmen. Die erste Alternative, die Finanztransaktionssteuer, kurz FTS, ist eine Steuer auf den Bruttowert bestimmter Finanztransaktionen. Die meisten Vorschläge sehen eine Besteuerung des Handels von Aktien, Anleihen und zugehörigen Derivaten vor. Die FTS ist vergleichbar steuersystematisch mit einer Bruttoumsatzsteuer auf den Wert der einzelnen Transaktion. Die zweite Alternative, die sogenannte Finanzaktivitätssteuer, kurz FAS, die verfolgt einen vollständig anderen Ansatz. Sie wird in ihrer Grundform auf die Wertschöpfung von jedem Finanzinstitut, das heißt auf Gewinne und Gehälter, erhoben. Bei beiden Steuern stellt sich zunächst die wichtige Frage der Inzidenz. Oder anders gesagt, wer kommt am Ende tatsächlich für die Mehrbelastung auf? Ob die Steuerlast tatsächlich vom Finanzsektor getragen wird, ist offen. Bei beiden Steuern bestehen nämlich Möglichkeiten, die Steuerlast zu überwälzen. Das Aufkommen wäre zwischen den Mitgliedstaaten bei einer Erhebung der FTS an den Börsenplätzen sehr ungleich verteilt. Der Löwenanteil ging an Großbritannien und Deutschland würde dann mit weitem Abstand als Nummer 2 folgen. Auch das Aufkommen der FAS ist in Ländern mit einem starken Finanzsektor konzentriert, allerdings ist die Konzentration geringer als bei der FTS. Es kommt auch auf die Nachhaltigkeit der Besteuerungsbemessungsgrundlage an. Bei der FTS gibt es vor allem bei den Derivaten erhebliche Unsicherheit über die Höhe der tatsächlich zu erwartenden Einnahmen. Die Annahmen über die Reaktion der Marktteilnehmer, auch darüber, wie stark Transaktionen verlagert würden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Die FAS kann ebenfalls zu Verlagerungen führen, allerdings ist die Wertschöpfung weniger mobil. Die ökonomischen Effekte beider Steuern sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die FTS könnte bestimmte Aktivitäten, etwa den vielfach kritisierten Hochfrequenzhandel, reduzieren. Steuertheoretisch ist die FTS jedoch nicht unproblematisch. Als Bruttoumsatzsteuer erzeugt sie Verzerrungen, die durch die Kumulierung der Steuer sich ergeben. Tendenziell ist deshalb mit einer Erhöhung der Finanzierungskosten und dadurch mit negativen Wachstumseffekten zu rechnen. Die FTS hat jedoch eine hohe politische Akzeptanz und ist sehr populär. Wird sie eingeführt, so sollte ein niedriger Steuersatz mit möglichst breiter Bemessungsgrundlage gewählt werden, um die Risiken, die ich gerade genannt habe, so gering wie möglich zu halten. Die FAS ist aus steuertheoretischer Sicht relativ neutral, allerdings hat sie im politischen Raum wenig Widerhall gefunden. Es bleiben auch technische Fragen offen, zum Beispiel die Integration in das Mehrwertsteuersystem mit dem Vorsteuerabzug etc. Lassen Sie mich zusammenfassen. Politisch und ökonomisch spricht vieles für eine stärkere Besteuerung des Finanzsektors. Es gilt aber auch, dass zusätzliche Steuerbelastungen nicht isoliert von den neuen Regulierungsvorschriften gesehen werden können. Denn das übergeordnete Ziel ist ein leistungs- und wettbewerbsfähiger Finanzsektor in Europa, der die Finanzierungsbedarfe von Unternehmen, Haushalten und öffentlicher Hand kostengünstig gewährleistet, der aber auch angemessen zum Staatshaushalt beiträgt und im Fall von Krisen nicht durch den Steuerzahler gerettet werden muss. Die technische Ausgestaltung
neuer Steuern in dem Bereich des Finanzsektors. Das zeigen ganz konkrete Erfahrungen in verschiedenen Ländern. Die technische Ausgestaltung kann über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Der Finanzsektor ist stark globalisiert, sehr innovativ. Die Aktivitäten sind hochmobil. Daher ist es relativ einfach, Steuern ganz legal zu vermeiden, vor allem dann, wenn sie nicht international koordiniert sind. Auch müssen Sekundäreffekte wie die Erhöhung der Kapitalkosten und ihre Auswirkungen auf Investitionen und Wachstum sorgfältig berücksichtigt werden. Breite Bemessungsgrundlagen mit relativ geringen Steuersätzen können dazu dienen, diese Risiken zu begrenzen. Große Breite ist auch geografisch angesagt. Je mehr Länder mitmachen, je abgestimmter sie vorgehen, umso geringer sind die Risiken bezüglich Abwanderung und Wettbewerbsfähigkeit. Wir in der Europäischen Kommission, wir sind dabei, einen EU-weiten Vorschlag sorgfältig vorzubereiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.